So, hallöchen ihr Lieben. Jetzt gibt es doch mal noch ein kleines Zwischendurch-Video. Ihr habt ja schon längere Zeit vom Papa nichts mehr gehört. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, wie ihr vielleicht da schon sehen könnt, wir ziehen um. So, das heißt, wir werden einiges noch organisieren müssen. Einiges haben wir schon organisiert. Und natürlich müssen wir auch einiges neu renovieren und so weiter und so fort. Und ihr kennt das ja vielleicht, das braucht etwas Zeit. Ja, das zum einen. Zum anderen war der Papa jetzt auch in letzter Zeit ziemlich stark hiermit beschäftigt. Ich habe ja zwischendurch bei Fatzebook mal so ein paar kleine Fotos mal gezeigt und bin halt auch schon häufig mal gefragt worden, was das im Endeffekt sein soll. Und ja, dann habe ich so ein bisschen aufs Datum geguckt und dachte mir, meine Güte, du bist ja jetzt schon so lange dabei und hast es immer noch nicht so weit, dass es auch nur halbwegs fertig ist. Also so wie ihr es hier seht, ist es noch lange nicht fertig. Also das dauert noch, weiß ich nicht. Also ich versuche es natürlich jetzt noch dieses Jahr hinzukriegen, ganz ehrlich. Aber naja, ich habe halt gemerkt, ich werde gleich ein bisschen mal kurz was dazu erklären. Allein schon die Verdrahtung von diesen Basisexperimenten, also ja, kann man jetzt noch nicht mal wirklich so nennen, ist schon ziemlich aufwendig und naja, habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber wie gesagt, ich erzähle euch gleich mal was dazu. Ich muss mal gerade was holen. So, gut. Also, worum geht es? Was soll das überhaupt darstellen, das ganze Gerät hier? Oder wie ich ihn auch nenne, Acrylos. Lieben Gruß an Segal, du freust dich bestimmt, wenn du den Namen hörst. Also ihr kennt das vielleicht, wenn ihr den ein oder anderen Schultief gewickelt habt, meinetwegen auch einen etwas größeren, so wie diesen hier mit solchen Windungsverhältnissen und so weiter, baut man die ja in der Regel nicht wieder auseinander. Ah, Papa hat sich heute wehgetan. Wie gesagt, man baut die nicht in der Regel auseinander, weil ganz ehrlich, wer so einen Draht schon mal abgewickelt hat in dieser Größenordnung, bei diesen Windungsverhältnissen, der weiß, dass das richtig Spaß macht. Also das ist mal so ein schöner Zeitvertreib, so für einen ganzen Nachmittag. Da hat man natürlich Lust drauf, ist ganz klar. Ja, dann liegt er halt entsprechend in der Ecke. Dann wickelt man irgendwann einen neuen Schultief. Ja, man will ja mal ein bisschen was ausprobieren, ne? Andere Windungszahlen. Ne? Ja, und dann hat man schon den zweiten Schultief. Und das ganze Spiel geht natürlich immer weiter und die Schultiefbox, die wird immer voller und immer voller. Ja, und irgendwann, wohin damit? Und naja, gut, man will ja auch so ein paar Experimente mal machen. Und jetzt war halt eben mein Problem, dass ständig, wenn ich mit oder an Schultiefs experimentiert habe, der ganze Tisch hier aussah wie Schwein, überall hingen Kabel und Bauelemente und ja, man müllt sich selber zu und vor allen Dingen, naja, so richtig so zum Zeigen war es ja nun auch nicht geeignet. Ne? Man hat ständig andere Aufbauten, ständig hat man irgendwelche Sachen verändert und so weiter. Ja, das macht es auch immer ein bisschen schwer mitzukommen. Deswegen hatte ich mir jetzt einfach mal überlegt, weißt du was, ich baue mir eine, ja, wie nennen wir das jetzt mal, Schultief-Experimentierplattform, wo mehrere Schultiefs verbaut werden mit verschiedenen Anzahlen, mit verschiedenen Windungsanzahlen. Wo halt gewisse Sachen, ich sag es mal, wo ich gewisse Sachen versuche zu standardisieren, wie gesagt, ich versuche es, so wie es mir halt gelingt, sodass man im Prinzip immer ein und die gleiche Plattform hat, auf die man halt entsprechend verschiedene Experimente machen kann und vielleicht, das ist so eine Sache für die Zukunft, sage ich es mal, wenn der ein oder andere auch in, weiß ich nicht, 2 Jahren noch meine Videos schauen sollte, dass er dann sagt, alles klar, guck mal an, hier, die Plattform hat sich bewährt. Wir wissen, wie die Plattform aufgebaut ist und das ist dann fürs Verständnis wesentlich einfacher, als jedes Mal in einen neuen Plan einzusteigen, einen neuen Aufbau durchzublicken. Naja, gut. Also da ja die wenigen von uns ausgebildete Elektrotechniker sind oder sonstiges mit Elektronik am Hut haben, denke ich mal, ist das dann auch wesentlich einfacher, auch für einen selbst, also für mich jetzt, ne? Was habe ich denn hier gemacht? Also, ich hatte mir als Idee so gedacht, ich habe ja von diesen Lithium-Ionen-Zellen eine Menge rumfliegen und ja, dachte ich mir, dann tue ich die doch mal sinnvoll zusammenschalten. Wie gesagt, eine hier, wie ihr sie vor mir seht, hat 3,7 Volt und ich meine 1500 mA. Davon habe ich jetzt zwei Akku-Packs gemacht, sage ich jetzt mal. Ich zeige es mal von der Seite so ein bisschen. Rechts
Also quasi hier, das ist das eine Akkupack und links, das hier ist das andere Akkupack. Das muss ich mal kurz aufpassen. So, die habe ich jetzt so zusammengeschaltet, könnt ihr ja mal nachrechnen oder ich kann es für euch gleich machen, was das für Ampere sind. Also wir haben halt hier 3,7 Volt, ich habe die jetzt so zusammengeschaltet, dass die Voltzahl gleich bleibt. Und dann haben wir hier 1,5 und 3 und 6, so sind wir hier bei 7,5 Ampere ungefähr, was eine Geschichte hier hat. Zusammengenommen haben wir dann ungefähr 14, 15 Ampere, wenn ich jetzt die beiden Zellen zusammenschalte, bei 3,7 Volt. Oder halt eben 7,5 Ampere bei doppelter Voltzahl. So, das zum einen. Ja, und das habe ich dann entsprechend auch voneinander getrennt. Also ich kann jetzt hier einmal umstöpseln von 8 Volt oder hier, ich komme mal ein bisschen näher ran, 3,5 Volt. Das ist jetzt alles noch nicht optimal. Also ihr seht, hier ist noch ein ganz schönes Kabelwirrwarr. Also ich bin da ja schon so ein bisschen bekannt für Sachen, die eigentlich einfach werden sollen, kompliziert hinzukriegen. ja, ich übertreffe mich da auch jedes Mal selber, glaube ich. Jedenfalls kennt ihr das Problem mit den Lüsterklemmen hier. So, wer schon längere Zeit mit diesen kleinen Spielzeugen hier experimentiert, weiß auch, dass die Verbindung meistens bei diesen, ich sage es mal, 10 Stück für 4 Euro bei eBay Lüsterklemmen, da ist diese Verbindung von dem Kabel zu dieser Metallklemme, naja, relativ billig gemacht und ja, verschleißt dann irgendwann mal. Das heißt, man hat Wackelkontakt und ja, es gibt ja nichts Ärgerliches, als wenn man sich eine Schaltung aufbaut, man hat alles gemacht wie laut Plan und so weiter und so fort und es funktioniert dann nicht. Das kennt ihr sicherlich auch. Und deswegen habe ich mir alle verbauten Klemmen hier rausgenommen. Hab schönes 0,6 mm Quadrat, das ist mehradrig, ist das, Kabel genommen und habe das dann quasi hier rangelötet. Das habe ich mit allen Lüsterklemmen hier gemacht, weil ich ehrlich gesagt bei dieser Plattform keine Lust auf Wackelkontakte habe und auch keine Lust auf irgendwelche krummen Geschichten da. Ja, weil, weiß ich nicht, weil hier steigt man dann auch nicht mehr so schnell durch, vor allen Dingen, wenn die ganzen anderen Experimente noch mit draufkommen. Hierzu erkläre ich auch noch gleich was, das wird auch noch ziemlich viel Platz dann nachher einnehmen. Dann will ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, lange Zeit mit damit verschwinden, nach Fehlern zu suchen, sondern halt eben ganz genau sagen können, okay, du hast jetzt meinetwegen diesen Joule Heave ausgetauscht, diesen Ringkern gegen diesen. Und wenn es dann nicht funktioniert, weißt du, es liegt nur hieran. Sage ich jetzt mal so einfach, jetzt mal ausgedrückt. Ne? Oder halt eben, man wechselt den Transistor, dass man dann verschiedene Transistoren einmal versuchen kann, weil ihr kennt das vielleicht, nicht jeder Transistor ist gleich der dem anderen. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine willkürliche Auswahl an Transistoren genommen. Ich habe natürlich noch wesentlich mehr, ich probiere auch noch weitere aus. Ja, hier schon mal vorsorglich einen kleinen Kühlkörper drauf gemacht. Falls die ein oder andere Geschichte mal etwas heißer werden sollte. Das kann ja durchaus mal vorkommen. Und da ich ja eine Experimentierplattform haben möchte, die auch, ich sage es mal, gewissermaßen sicher ist, darf das nicht heiß werden und irgendwann mal schmelzen. So, ja, wie gesagt, also ich habe hier momentan also ein Experiment. Naja gut, was heißt ein Experiment? Also ich zähle erstmal auf. Also hier drüben, was ich euch schon gezeigt habe gerade eben, kann man dann verschiedene Transistoren anschließen. Ich habe das hier auch ziemlich relativ einfach gemacht. Hier, ich habe das jetzt hier so mit Lüsterklemmen gelöst, dass man einfach auch mal so einen anschließen kann. Hier zum Beispiel die Basis dann entsprechend. Ne? Und so kann man dann halt auch mal andere ganz schnell anschließen. Diese Lüsterklemme hier, das ist die Lüsterklemme für die Anschlüsse halt, eben für die festen Anschlüsse. Der zum Beispiel, der ist fest verlötet. Da habe ich dann hier einmal Emitterbasis mit grün markiert, doch Emitterbasis und Kollektor. Und ja, wie gesagt, hier habe ich das nochmal gemacht, das kann man auch noch wechseln. Da kann man zwischen diesem Transistor und jenen hier, kann man dann auch nochmal hin und her schalten. Das ist das erste Experiment, also verschiedene Transistoren. Das nächste, was ich mir so gedacht habe, ist verschiedene Widerstände zu verwenden. Ihr kennt auch das Problem, dass man halt eben unterschiedliche Resultate mit unterschiedlichen Widerständen erhält, natürlich, ganz klar. Und
und es gibt da jetzt nicht einen Widerstandswert, den man jetzt für alle verwenden kann. Also von der Sache her habe ich da jetzt auch gesagt, ich möchte da auch so ein bisschen frei sein und dann einfach zwischen verschiedenen hin und her wechseln können, was ich dann hier mit meiner Klemmgeschichte dann lösen kann, das Problem. Ne? Jetzt kann ich hier zum Beispiel verschiedene Widerstände dann überbrücken. Jetzt habe ich mal hier einen zwischendurch mal angeschlossen und schließe die dann hier an und dann läuft das. Und so kann ich halt dann immer Stück für Stück ausprobieren, je nachdem, was ich halt für Experimente gerade machen möchte. Ja, Stromaufnahme kann man dann beobachten und die Helligkeit zum Beispiel kann man beobachten und so weiter und so fort. Muss ich mal einen Schluck Kaffee trinken. Ah, ist das lecker. Ja, wie gesagt, das wäre dann eben das andere Experiment und der Joule T4, der ist schon fest drauf verbaut. Das ist hier so mein Basic Joule T, sag ich es mal, hat so eine Standardwindung, also diese dritte Wicklung, die habe ich jetzt natürlich hier noch nicht markiert, wo hier Plus und Minus hier einfach so ein bisschen dilettantisch dran hängt, dran umherbaumelt. Das sind 400 Windungen von 0,3 mm Kupferlackdraht. Und wie man hier schon sehen kann, habe ich dann hier einmal 40 Windungen und 20 Windungen auch jeweils 0,3 mm Kupferlackdraht drauf gemacht. Ja, das zum einen. Das wird, wie gesagt, der Basis-Joule-Tief. Es kommen noch mehrere hier oben drauf. Wie gesagt, ich habe ja hier schon mal ein bisschen eingangs was gezeigt, was vorbereitet. Den zum Beispiel habe ich gestern gewickelt, so ein bisschen auf dem Sofa nebenher, ganz gemütlich. Der hat 500 Windungen, das ist mein Hochspannungs-Joule-Tief, so nenne ich ihn jetzt mal. Hat halt eben das Windungsverhältnis sonst 23 zu 60. Ist ähnlich wie der hier, das zeige ich euch gleich auch noch. Ja, dann hatte ich hier natürlich auch eine Spannungsanzeige mit orangefarbener LED. Hier, dass man halt während Experimente laufen, zum Beispiel man schließt jetzt hier so eine Lampe an und man will halt eben über längeren Zeitraum mal den Verbrauch testen, was weiß ich was, und halt eben die Batterie hier überwachen, ohne dass man ständig 1000 Messgeräte anschließen muss. Ich meine, ihr habt meine letzten Videos vielleicht gesehen. Man kann sich mit Messgeräten totschmeißen mittlerweile und das geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Zeiger, weil die überall im Weg rumfliegen, 1000 Kabel extra und so weiter und so fort. Deswegen hier so ein kleines, so eine kleine Spannungsanzeige, könnt ihr euch günstig bei eBay erwerben, hier so ein Dingsbums für 3 oder 4 Euro. So, das. Dann hatte Papa genialerweise, jetzt muss ich mal gerade, ich brauche irgendwas zum Zeigen. Wollte die Kamera schon wieder fliegen lernen. Ihr kennt das aus meinen anderen Videos, dass ich ja ganz gerne mal die Hochspannungsspitzen mal, ich sag es mal, versuche zu dokumentieren, indem ich eben die Hochspannungsspitzen in Kondensatoren ableite. Moment, Papa sucht schon wieder was raus, wieder super gut vorbereitet. Also ich tue jetzt mal die zwei hier unten mal durch diesen gerade simulieren. Dass ich dann also die Hochspannungsspitzen gerne mit einer Diode in einen Kondensator auffange, der halt entsprechend geeignet ist. Der hier kann ziemlich was wegstecken. Das ist ein 20K-Kondensator, also 20.000 Volt, wenn ich das so richtig verstehe. Oder ja, ist auch jetzt Banane. Auf jeden Fall kann man dann die Stromspitzen messen. Also man kann wirklich sagen, der Joule-Tief mit 3,7 Volt Eingangsspannung, der powert irgendwas bei, weiß ich nicht, ich sag es mal 500, 800, 1000 oder wie viel auch immer Volt heraus. Das kann man damit feststellen. Das wäre dann das zweite Experiment. Das sind diese zwei 400 Volt Kondensatoren, 400 Volt und 460, glaube ich, Mikrofarad. Ja, also wenn die aufgeladen sind, das ist schon nicht ganz ungefährlich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich so ein kleiner LED-Fetischist. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist das auch keine ganz ungefährliche Sache, wie ich schon gesagt habe. Bei meinem ersten Experiment habe ich den mal spaßenshalber aufgeladen mit dem Joule T4 auf 450 Volt. Vielleicht mache ich es gleich auch nochmal. Und dann hatte ich das Experiment abgebrochen. Erstmal wohlgemerkt. Ja, also das geht schon ganz gut. Und dann hatte ich mir noch überlegt, dass ich einige Basisexperimente auch mal ein bisschen schöner mache, im Prinzip mit einem Schalter versehe. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die
LED von der ganzen Anlage hier über den Schalter jetzt realisiert, ein und aus, in und if, wie wir Ossis sagen, das zum einen. Das hier in Rot ist natürlich der Power-Knopf. Man sieht auch hier, die LED bei Power geht entsprechend an. Und das würde dann bedeuten, dass die Anlage scharf geschalten ist. Zack. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt hier noch ein paar freie Steckerplätze für andere Sachen. Da kommt auch noch einiges drauf. Ich habe schon so meine Zweifel, ob die überhaupt ausreichen hier. Okay, sehe ich dann aber. Ja, und wie gesagt, und wenn ich halt jetzt die Eingangsspannung verändern möchte, mache ich das hier so. Ihr seht, die Spannungsanzeige ist ausgegangen. Und dann gehe ich jetzt hier an meinen 8-Volt-Ausgang ran. Und der Akku hat jetzt aktuell 7,56 Volt. So, und dann kann ich halt entsprechend hin und her schalten, auch jetzt hier wieder, ne, in if. So. Aber für die normalen Experimente reichen 3,7 Volt meistens vollkommen aus. 7 Volt ist schon nicht ganz ungefährlich bei Joule-Tiefs. Denn, erstmal Prost. Denn bei diesem Joule-Tief ist mir was Schönes aufgefallen. Was haben wir denn da? Okay. Ich habe jetzt hier meine Transistorenleitung angeschlossen und so weiter und so fort. Also ganz normaler Joule-Tiefbetrieb. Wenn ihr jetzt Fragen habt, wie ich das jetzt verschalten habe, schaut einfach meine letzten Videos an. Da habe ich diverse Schaltpläne vorgestellt. Und es ist im Prinzip genau dasselbe, bis halt eben auf die Windungszahlen. Wie gesagt, 2040 und die große, die dritte Wicklung, die hat 400 Windungen. Das ist im Prinzip das Einzige, was ich bei meinen Bauplänen, sage ich es mal, immer verändern wird. So. Und jetzt haben wir hier den Hochspannungsausgang und den kann ich auch deswegen jetzt anfassen, weil die ganze Apparatur ausgeschaltet ist. Das sieht man auch an der LED, die ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. So, ihr seht vielleicht meine Finger, die sehen schon ziemlich zerschossen aus, wenn man mal genau hinguckt. Diese kleinen schwarzen Löcher, das kommt teilweise von dem Hochspannungsjoule-Tief, der sich da so ein kleines bisschen reingebrannt hat. Zeige ich euch gleich mal. Ich habe ja dicke Hornhaut von der Arbeit, von der Sache ist das nicht weiter so tragisch. Das sieht nur komisch aus. So, ich habe jetzt den Joule-Tief scharf gemacht. Ich zeige euch das mal, weil er fietscht auch ganz, ganz leise. Ach, ja, jetzt bin ich wieder rangekommen. Hört ihr das? Denke mal, man kann es vielleicht ganz leicht hören. Ja, also der Joule-Tief, der ist natürlich schon granatenstark. Ich weiß nicht, könnt ihr das einigermaßen sehen? Ich versuche das nochmal irgendwie etwas besser ins Bild zu bekommen. Hat natürlich der Fokus jetzt gerade so seine Schwierigkeiten. Ich denke, man kann es sehen, den Hochspannungsblitz. Und dieser Hochspannungsblitz, wenn man den jetzt so anfasst, dann brennt er sich denn doch so in die Finger rein. Habt ihr das gerade gesehen? Hier, zack, und er schmort sich durch meine Haut quasi hindurch. Also das, was ihr jetzt seht, das macht bitte nicht unbedingt nach. Das ist nicht gerade so ungefährlich. Deswegen. Warum das nicht ungefährlich ist, zeige ich euch auch. Ihr kennt diese Lampe hier. Kann ich auch mal abmachen. Nicht, dass hier irgendwie noch einer auf die Idee kommt, das ist irgendwas Komisches. Meine altbekannte 220 Volt, 2 Watt Baumarkt-LED hier. Ja, wenn man die jetzt daran anschließt, an diese Hochspannungsgeschichte, dann fängt sie natürlich auch an zu leuchten und das nicht gerade schwach. Na, also ihr seht, das ist schon die ideale Lichtausbeute, die diese Lampe hier bringen kann. Das ist auch die gleiche Leuchtkraft, wie sie halt eben im normalen 220 Volt Netzbetrieb hätte.
So. Deswegen ist es auch nicht ganz ungefährlich, das ja, im Prinzip das zu machen, was ich euch jetzt vor uns gezeigt habe mit dem Finger, weil da steckt richtig Bums drauf. Ne? Also da muss man wirklich aufpassen. Ja, so, hat lange genug geknuspert jetzt. Drehe ich mal wieder hier rein. Ja, dann kann man natürlich auch die Spannungsspitzen auffangen. Wie gesagt, mit dem Experiment bin ich jetzt vom Gedankengang her auf jeden Fall fertig. Nur ein Problem. Ich habe das bisher noch nicht so ideal verdrahtet. Bin ich noch nicht wirklich zu gekommen, muss ich euch ehrlich sagen. Das Video hier ist auch nur ein kleines Zwischendurch-Video von mir, um mal so ein bisschen die Neugierde von einigen mal zu befriedigen. Ich brauche mal gerade noch Messgerät. Denn ich mache ja gerne Videos, also das soll man jetzt an der Stelle auch nicht falsch verstehen. Ich mache wirklich gerne solche Videos, ich zeige auch gerne und versuche auch einigermaßen das Ganze zu erklären. Ich versuche auch das vernünftig zu erklären, sodass man da auch irgendwie halbwegs als Laie mitkommt. Ich hoffe, es gelingt mir, weiß ich nicht, das müsst ihr beurteilen. Jedenfalls habe ich jetzt den Faden verloren. So, ist auch egal, wird mir bestimmt gleich wieder einfallen. Ich habe jetzt mal hier auf 250 Volt Gleichspannung gestellt. Ja, und ich kann euch das jetzt natürlich hier jetzt nur so zeigen. Ich habe jetzt im Prinzip die fetten Kondensatoren, die habe ich jetzt hier angeschlossen. Die sollen später mal noch mit einem Schalter quasi schaltbar gemacht werden. Jetzt nehme ich hier meine Messspitzen. So, und ich stopfe jetzt hier einfach mal so professionell da rein. Na, ich mache das mal anders. In meinen bisherigen Videos hatte ich jedes Mal das Glück, immer wenn ich Kondensatoren vorgestellt habe, sind mir die um die Ohren geflogen. So. Ja, ist auch schon interessant, das Messgerät, sobald ich auf die Kondensatoren gehe, zeigt nur noch Kauderwelsch an, obwohl der Joule-Tief noch nicht einmal mit ihnen verbunden ist. Also die Kabel vom Joule-Tief, die hängen ja hier noch in der Luft. So, jetzt schalte ich mal aus. So, und jetzt stecke ich erstmal die Kabel vom Joule-Tief mit hier in die Anschlussgeschichte mit hinein. Wie gesagt, das wird alles später noch ein bisschen professioneller gemacht, dass ich hier so eine Frickelei, wie ihr sie gerade seht, nicht mehr machen muss. Wie gesagt, bei 400 Volt und diesem Mikrofarad, die diese Kondensatoren haben, ist das nicht ungefährlich, wenn man da die Ladung abkriegt. Also, ja, dann pfeift man erstmal La Palola, auf jeden Fall. Von der Sache her sollte man da immer aufpassen. Und wir Bastler, wir sind da ja so ein bisschen eigen, was das angeht, was Sicherheiten angeht. Ja, gut, da kann man jetzt ein ganzes Lied dazu singen. Jedenfalls zeige ich euch jetzt, wie ich die Kondensatoren auflade. Ich aktiviere jetzt den Joule-Tief. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Woran liegt das? Ach, ja, genau. Vielleicht hat der ein oder andere aufgepasst. Ich mache das mal noch. Da habe ich schon eine Diode reingesteckt für Doofe, damit man sich selber daran erinnert und schließt das Kabel trotzdem verkehrt an. So. Gut, jetzt habe ich das Kabel hier oben an der Diode mal angeschlossen. So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich aktiviere jetzt den Joule-Tief. Und man kann jetzt zugucken, wie die Kondensatoren aufgeladen werden. Man hört es auch, ich weiß nicht, ihr könnt es glaube ich jetzt nicht hören, aber das ist ein Feature, was relativ hochfrequent anfängt und dann immer tiefer wird und tiefer, tiefer, tiefer. Daher kommt ja auch der Name Joule-Tief. War ein kleiner Scherz, daher kommt der Name nicht. Wir sind jetzt schon bei 140 Volt angelangt, nach, weiß ich nicht, ein paar Sekunden. Also dafür, dass das richtig dicke Rammeloschis sind als Kondensatoren, laden die sich relativ schnell auf. Also ich hatte da schon andere gebaut, da hat das wesentlich länger gedauert. Ich verweise und erinnere gerne meine Coil-Gun-Videos, da hat das wirklich etwas länger gedauert.
Da war ich manchmal 5 Minuten am Aufladen oder 10 Minuten bei den großen Kondensatoren, bis halt eben eine Spannung von 300 Volt erreicht war. Ja, und ihr seht, während der Papa hier so doof am Rumquatschen ist, haben wir schon die 220 Volt Grenze überschritten. Das heißt, wir bewegen uns jetzt schon im astreinen Netzbetrieb, wenn das jetzt mal Wechselstrom wäre. So, und ihr seht, jetzt wird das halt immer langsamer. Das ist das typische Verhalten von Kondensatoren. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so frei Schnauze wiedergebe, bei Kondensatoren ist es ja so, ist ja ähnlich wie bei Batterien. Man hat ja so eine Ladungskurve, geht relativ steil am Anfang und wird dann immer flacher zum Ende hin. Also das heißt, je voller der Kondensator wird und auch je voller eine Batterie, desto länger muss die geladen werden. Also sprich, desto länger muss sie dranbleiben, weil halt weniger Spannung hineingeht. Das hängt mit gewissen Gesetzmäßigkeiten zusammen, die will ich jetzt aber hier nicht auseinanderklamüsern. Da müsste ich mir mal eine extra Stunde Zeit nehmen für, habe ich jetzt nicht so die Lust zu. 300 Volt haben wir fast erreicht. Und wie gesagt, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ihr mal solche dicken Kondensatoren mal mit 300 Volt entladen habt, das gibt einen Schlag, aber da stehst du im Bett gerade. Deswegen soll man da auch sehr vorsichtig mit umgehen. Und deswegen will ich das später auch mit so schönen Klick-Klack-Schaltern realisieren wie hier. Ich werde jetzt natürlich nicht den Kondensator schlagartig über so einen Schalter entladen, weil... entladen lassen, weil der Blitz findet ja hier drin statt. Das heißt, der Schalter würde dann wahrscheinlich nach der ersten Anwendung verschmoren oder vielmehr sich festbrutzeln innerlich. Aber da steckt richtig Power drauf. Also wirklich, das darf man nicht unterschätzen. Ich bin da einmal rangekommen bei, weiß ich nicht, bei 200 Volt oder so und das hat richtig gezogen. Und wenn ich schon sage, dass das richtig zieht, ne, also dann zieht das auch richtig. Also ich kann ja viel ab. Aber bei Kondensatoren, da habe ich auch gelernt, vor den Kollegen Respekt zu haben. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt hier noch etliche Minuten weiterquatschen. Wir könnten der Ladeanzeige natürlich auch noch schön zugucken. Wir sind jetzt bei 330 Volt. Ja, was kann man jetzt damit machen? Also ich kann jetzt einmal im Prinzip damit zeigen, was diese Anlage imstande ist zu leisten, welche Spannungsspitzen die erzeugt. Oder ich sage jetzt mal ganz einfach, dass ich jetzt den Ausgang mir hernehme und schließe andere Geräte an, betreibe Experimente, ob das jetzt eine Wasserstofferzeugung ist, ob das Batterieladen ist. Segelohren Bob hat ja in letzter Zeit auch einiges dazu gezeigt, wie er seine Bedini oder die Hochspannungsspitzen des Bedinis in kleinen Kondensatoren, in Hochspannungskondensatoren auffängt. Und halt eben über verschiedene mechanische Apparaturen gepulst dann abgibt an die zu ladende Batterie. Quasi so eine Impulsladung, wenn man es so nennen möchte. Das könnte man hier auch machen. Das ist sicherlich auch so eine Sache, die ich dann mal später hier mit anbauen werde. Weil ich sag mal so, ein Puls von 360 Volt und entsprechend viel Mikroampere, der ist schon nicht schlecht. Da kann man auf jeden Fall mal experimentieren. Müsste man mit der Pulsdauer und so weiter mal rum experimentieren. Das sind alles noch so Sachen für die Zukunft, was ich halt hier auf diesem Board alles versuche natürlich zu realisieren, dass man wirklich mal ein Board hat, was man dann auch vielleicht mal mitnehmen kann. Wenn man mal so vielleicht den einen oder anderen mal besuchen kommt oder geht oder besucht wird oder so, dass man dann alles hier, ich sag jetzt mal, vernünftig da drauf hat. Ne? So, 370 Volt. So, jetzt können wir Folgendes machen. Ja, man kann eine LED anschließen an 380 Volt, ist kein Problem. Jetzt müsste ich einmal gucken und ein bisschen aufpassen, dass ihr das seht und dass ich keine verwischt kriege. Also ich mache jetzt den Schultief aus, zack, ne, ihr habt es gesehen, hier LED an, LED aus, Schultief aus. Kondensator hört auf zu laden und fällt entsprechend langsam ab. Ja, und das ist halt jetzt das Interessante. Jetzt kann ich hier meinen 220 Volt Verbraucher nehmen, also in dem Fall jetzt hier die LED. Ich versuche das mal, dass ihr das mal irgendwie alles so ein bisschen mit sehen könnt. Und was ich halt interessant finde, ihr habt ja die LED vorhin von der Leuchtkraft gesehen. Jetzt nicht erschrecken, wenn das mal kurz ein bisschen knallt. Es ist...
So. Also die LED hat jetzt nicht die Leuchtkraft von vorhin, was ihr gesehen habt. Aber wenn ihr mal auf die Spannungsanzeige guckt, wie langsam die Spannung abfällt, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie lang die LED leuchtet. Wie gesagt, das ist jetzt von der Leuchtkraft her nicht die Wucht. Ne? Ihr seht es ja hier einigermaßen, ja, wie man das halt so sehen kann. Batterie ist auch leer vom vom Messgerät. Naja, also wie gesagt, ich habe da jetzt keine Lust, die ganze Zeit die Lampe festzuhalten. Ihr seht das ja selber, wie langsam hier die Kondensatorspannung abfällt und wie schnell der Kondensator auf entsprechend 340 Volt aufgeladen wurde. Das sind so Sachen, ja, das funkt und knallt und knistert. Das sind so Sachen, die möchte ich halt dann später auch nochmal ein bisschen vernünftiger machen. Ja, dass man das mal besser dokumentieren kann. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich hier keinen Kurzschluss produziere und dann im Endeffekt doch noch eine verwackelt kriege, wie mir das sonst häufig passiert. Oh Gott, ich habe Glück gehabt. Wie gesagt, das sind so die Experimente, die ich bisher hier drauf realisiert habe. Es kommt noch eine ganze Menge mehr. Also was ich schon mal so halb ankündigen kann, ist, dass ich jetzt hier auf diesen hohen Turm quasi verschiedene Luftspulen anbringe, in verschiedenen Ausführungen und im Prinzip die so gestalte, dass die von der Höhe im Prinzip verstellbar sind. Ich kann hier mal sowas Halbfertiges mal zeigen. Also ich habe da hier so auch aus Plexiglas so kleine Dingsbums-Dinger ausgeschnitten. Die kommen dann so hier ran. Dann wickele ich hier drum die Luftspule. Und dann kann ich das halt eben nachher von der Höhe einstellen. Ich habe das schon mal ausprobiert im ersten Versuch, hat wunderbar funktioniert. Und ich bringe mehrere an, also ich habe von diesen Dingern hier 3 Stück schon mal fertig gemacht. Und kann dann im Prinzip, ich habe jetzt hier eine Höhe von ungefähr 20 cm, glaube ich. Dann kann ich das mal austesten, über welche Distanz ich quasi Energie übertragen kann. Ihr habt das vielleicht aus anderen älteren Videos von mir gesehen, dass ich im Prinzip mit diesen Joule-Tees Energie über die Luft übertragen kann. Man kann jetzt Wireless-Energie sagen oder wie auch immer, ist mir jetzt egal. Auf jeden Fall möchte ich das mal ein bisschen vernünftiger machen, dass man das so ein bisschen hier auch einstellen kann, dass man wirklich sagen kann, okay, du hast jetzt hier, was weiß ich, 5 cm und um diese 5 cm zu überbrücken, wie auch immer, hast du halt entsprechend die Ampere gebraucht, bla bla etc. Ich will da auch dann Verbraucher anschließen, dass man das mit einer LED zum Beispiel nachvollziehen kann, dass es dunkler und heller wird, je näher oder je mehr man sich dann entfernt. Und ja, das sind so Sachen, die ich dann da halt entsprechend mit aufbauen kann und dann auch mit, ja, ich sag mal, veranschaulichen kann und dann auch viel, viel, viel experimentieren kann. Was jetzt natürlich noch mit rankommen muss, ist noch ein separater Ladeausgang für diese 2 Akkupacks hier unten drunter. Es muss noch ein Ausgang ran für die Akkus, die später mal aufgeladen werden sollen oder für Verbraucher im Allgemeinen, für diese Kondensatorgeschichte hier, diese Hochspannungssache. Wie gesagt, der ist jetzt noch mit 300 und ich glaube 30 Volt aufgeladen, ist also nicht ganz ungefährlich. Da muss ich mir dann auch noch so ein paar schöne Spielereien einfallen lassen. Ja, also wie gesagt, das ist im Endeffekt ist das eine Plattform zum Experimentieren, zum Ausprobieren. Dass man mal so, ich sage es mal, gewisse Standards so reinbringt. Weil jeder hat ja irgendwo doch schon seinen eigenen Aufbau. Ist ja auch soweit ganz gut. Aber ich kenne das ja selber aus meinen ersten Tagen quasi, wo ich die Videos selber geguckt habe. Ich weiß also auch, was da für Probleme auftreten können, unter Umständen. Ja, wie gesagt, das ist mal so eine kleine Vorab-Vorstellung, die ich euch so mal zeigen wollte. Wie gesagt, in den nächsten Tagen, Wochen werde ich mich natürlich hiermit noch weiter beschäftigen, ist ganz klar. Aber auch habt das Nachsehen, wenn ich jetzt nicht mehr ganz so aktiv in nächster Zeit Videos produziere oder hochlade, weil wir uns halt eben auf die neue Wohnung konzentrieren auch. Und Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Ist ja schon wieder Weihnachten. Oh. Also nicht, dass ihr euch da wundert. Papa hat noch lange nicht aufgehört. Es gibt noch sehr viel zu zeigen. Es gibt noch viel zu besprechen, noch viel zu bereden. Und in diesem Sinne sage ich euch schon mal, fast schon mal ein schönes Wochenende. Ist ja bald. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut.